Also bei mir fing das so an, ich habe vier kleine Pflanzen bei mir auf der Fensterbank großgezogen. Und ja, die wurden halt dann gesichtet, sag ich mal. Ich glaube, ich wurde verpetzt oder so von einem Dachdecker, ich weiß nicht genau. Und ja, dann hatte ich halt die Polizei vor der Tür. Die haben dann sozusagen meine Wohnung gleich gestürmt, haben mich vor die Wand gedrückt und gesagt, ich soll mich auf den Stuhl setzen. Und sobald ich aufstehe oder irgendwie was in die Hand nehmen würde, dann würde mir das sehr schmerzhaft werden. Und ja, dann haben sie die Pflanzen halt mitgenommen und mich auch. Dann sollte ich gleich eine Aussage machen. Da habe ich einen großen Fehler gemacht und zwar ausgesagt und habe halt irgendwie erwähnt, dass ich schon mal was geraucht habe und ja, dass ich das gelegentlich mal mache, so ungefähr. Na, und daraufhin habe ich dann hinterher halt den netten Brief bekommen, den ich auch noch bezahlen musste, den Brief. Ja, dass ich halt einen Termin bekomme zum Blutabnehmen. Ja, und mit Ankunft des Briefes hatte ich dann eine Woche Zeit, um diesen Termin wahrzunehmen. Also, die haben mir eine Frist von einer Woche gesetzt. Da ich aber nicht zu Hause war und nicht sofort in den Briefkasten geguckt habe, habe ich den Brief geöffnet und ich hätte am nächsten Tag sofort diese Blutabnahme machen müssen, um noch im Zeitplan zu sein. Am nächsten Tag musste ich aber arbeiten. Ich hatte auch nicht die 80 Euro, die das eigentlich kostet, das Blutabnehmen. Es war auch Ende des Monats, haben sie auch wieder gut eingerichtet gehabt. Naja, dann habe ich da gleich angerufen, dass ich diesen Termin halt nicht wahrnehmen kann, dass ich ihn weder zeitlich noch aus Kostengründen wahrnehmen kann. Und dann meinte er zu mir so, ja, nee, wir können den Termin auf keinen Fall verschieben, es gibt da gar keine Toleranz. Und wenn ich den Termin nicht wahrnehmen muss, dann muss ich halt ja, meinen Führerschein abgeben. Und es würde mich günstiger kommen, wenn ich den Führerschein freiwillig abgeben würde. Ich glaube, dadurch, dass diese Frist verstrichen ist, kann ich die auch nicht nachholen und naja, also wie es aus den Briefen hervorgeht, darf ich nie wieder ein Fahrzeug benutzen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie nach § 21 des Straßenverkehrsgesetzes mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden können, wenn Sie nach der Zustellung dieser Verfügung noch ein Kraftfahrzeug führen. Ich finde die Strafe generell eigentlich viel zu hoch, zu überzogen. Wie gesagt, ich hatte die Hausdurchsuchung. Musste da bis spät nachts auf der Wache bleiben, im Jogginganzug, ohne dass ich irgendwie hätte anrufen dürfen. Es hat mich gute 3000 Euro gekostet, alles, ohne dass ich den Führerschein jetzt behalten darf. Und nie hinterm Steuer eigentlich irgendwie gekifft habe oder irgendwie, dass ich in irgendeiner Weise mit THC im Straßenverkehr überhaupt auffällig war. Es basiert alles nur auf einer Aussage von mir, also auf einem Satz, den ich gesagt habe, nämlich, dass ich irgendwie Gelegenheitskonsument bin oder so. Aufgrund der Tatsache, ja, darf man mit mir jetzt verfahren, wie man fast will. Wenn ich jetzt betrunken hinterm Auto gefahren wäre oder so, dann hätte ich ein kleines Bußgeld bekommen oder so. Und ja, also die Strafe wäre dann viel geringer ausgefallen, wenn ich mit Alkohol erwischt worden wäre. Und ja, und mit Cannabis ist es halt sehr viel überzogen an die Strafe und das ja, geht irgendwie gar nicht. Also aufgrund der Gesetzeslage muss ich ja irgendeine Strafe kriegen eigentlich. Das ist einem ja auch bewusst, wenn man irgendwie ne, sowas macht. Aber ich finde, ein Bußgeld wäre jetzt vielleicht noch okay gewesen. So, ne, hätte ich mich mit anfreunden können, aber das jetzt gleich Führerschein weg und ja. Ansonsten geht meine Kritik eigentlich an unsere Gesetzeslage, wie wir eigentlich behandelt werden, wenn wir mal ein bisschen Cannabis konsumieren oder so. Das, ja, das geht gar nicht, das muss geändert werden.